Solar panels need to have long lives to produce more energy and earn their owners a profit. Here at the Solon headquarters in Berlin, that fact is understood clearly. FLIR thermal imaging cameras play an important part in that aim. Wir sind ein solares Systemhaus und produzieren Photovoltaikmodule und Kraftwerke. Wir haben verschiedene Niederlassungen auf der ganzen Welt, einerseits in Amerika, Italien, Frankreich und Deutschland. Und mein Name ist Oliver Frank, ich arbeite in der Forschung und Entwicklungsabteilung. If a solar cell is placed under reverse bias, the imperfections in the cell material will become hot. This thermal image shows one example of a solar cell defect that's spotted using a FLIR thermal imaging camera. And this example shows a defect not in the cell itself, but in the insulation material in the cell's edge. This is a very good tool the temperature of the cell to measure. Einerseits und andererseits, um die absolute Höhe des Elektroms quasi zu detektieren. Und das natürlich vor dem Laminieren, das hat den Vorteil, dass man immens also große Kosten sparen kann. Das heißt, wenn man die defekte Zelle vor dem Laminieren schon raussortiert und an den Zellerstellen zum Beispiel reklamiert, anstatt sie einzulaminieren, spart man sich die Kosten des kompletten Moduls im Vergleich zu einer Zelle. For Oliver Frank, the choice of FLIR as thermal imaging camera supplier was an obvious one. Ja, wir haben natürlich uns im Markt umgeschaut. Es gibt verschiedene Kamerahersteller, das ist richtig, aber bei FLIR haben wir einen sehr guten Kundensupport. Die Qualität der Kamera hat uns schon seit unserer ersten Kamera, die wir 2006 gekauft haben, überzeugt und haben daraufhin weitere Kameras gekauft, auch wiederum von der Firma FLIR, und Support, Qualität und die Auflösung natürlich ist bei FLIR mit einer der besten, also die führenden Hersteller für diese Anwendung. And these thermal imaging cameras can do more than just quality checks in the lab, they're also used in the field. Volker Denzler, thermography expert at Solon's after-sales services department, demonstrates how FLIR cameras are used for field inspections. During these inspections, Denzler and his colleagues can come across a wide variety of problems, such as shadowing, defective bypass diodes, and damage within a single cell. No matter what the cause, thermal imaging cameras can help to find the problem. In der Vergangenheit war es relativ schwer festzustellen, in einem Modulstring mit zum Teil über 50 Module in einer Reihe, welches Modul fehlerhaft arbeitet. Die Messpunkte sind meistens am zentralen Wechselrichter. In der Zwischenzeit können wir mit der Infrarotauswertung relativ schnell herausfinden, wo das fehlerhafte Teil steckt. Wir müssen nicht mehr zurückgreifen auf die konventionelle Messtechnik und dadurch sind wir viel effektiver draußen. Wir stellen schneller die Fehler fest. Wir haben auch viel schnellere Abläufe nachher in der Maintenance. From quality control in the lab to field inspections, FLIR thermal imaging cameras help the professionals here at Solon to ensure that their products can stand the test of time.